BVB heiß auf Champions-League-Duell mit Paris. Borussia Dortmund beendet mit dem Kantersieg gegen Frankfurt seinen Durchhänger und fokussiert sich auf das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain und Ex-Trainer Thomas Tuchel. Wenn wir diese Konzentration und Aktivität zeigen, dazu unsere Fans im Rücken, dann werden wir auch gegen Paris eine gute Chance haben. Die wissen, was sie hier erwartet, erklärte Mats Hummels bei DAZN. Den Borussen sei eine deutlich stärkere körperliche Präsenz anzumerken gewesen. Real Madrid zu groß für Nagelsmann. Nachdem sich Julian Nagelsmann 2018 zu einem Wechsel von der TSG Hoffenheim nach Leipzig entschieden hatte, seien gefühlte 10 Minuten später alle Clubs interessiert gewesen, berichtet der 32-Jährige. Real Madrid habe schon vorher Interesse gezeigt, jedoch war dieser Schritt für den RB-Trainer damals zu groß. Wenn du zu Real Madrid gehst, gibt es keine Zeit, sich als Trainer zu verbessern, erklärte Nagelsmann seine Entscheidung von damals. Ich bin jetzt nicht der Beste, aber ich gebe zu, ich möchte in der Zukunft einer der Besten sein. Weitere Sanktionen für Man City. Manchester City droht wegen den Verstößen gegen das Financial Fair Play der UEFA auch ein Punktabzug in der Premier League. Das berichtet der Independent. Im Zuge der Lizenzierung für den Spielbetrieb wie auch bei der UEFA seien falsche Zahlen angegeben worden. Der amtierende englische Meister wurde für die kommenden beiden Spielzeiten von der Teilnahme an Europapokalwettbewerben ausgeschlossen. Diese Strafe verhängte das unabhängige Finanzkontrollgremium der UEFA. Zudem wird der Club mit einer Geldstrafe von 30 Millionen Euro belegt.